So viel Wohnungseinbrüche wie noch nie. 167.000 im vergangenen Jahr. Das ist ein neuer Rekord. Jetzt will Bundesinnenminister de Maizière mit Hilfspolizisten gegen Einbrecher vorgehen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Der Rheinischen Post sagte de Maizière, er könne sich den Einsatz von sogenannten Wachpolizisten vorstellen, die eine Kurzausbildung bekommen und Uniform und Waffe tragen. Sie würden die Polizeipräsenz erhöhen. Der Vorschlag des Bundesinnenministers stieß bei Opposition, dem Koalitionspartner SPD, aber auch bei der Gewerkschaft der Polizei auf Kritik. Die Sorge vor einem möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU nach dem Referendum kommende Woche beschäftigte auch heute die Finanzmärkte. Immer mehr Notenbanken treffen Vorkehrungen für einen möglichen Brexit. Mehr dazu von Anja Kohl. Die Zentralbanken sind die Hüter des Geldes. Auch sie scheinen angesichts der knappen Umfragen zum Wahlausgang des Referendums etwas nervös zu werden. Sie wappnen sich gegen mögliche Folgen eines Brexits. Wegen denkbarer erheblicher Turbulenzen an den Finanzmärkten haben die Notenbanken der USA und Japans neue Maßnahmen erstmal verschoben. Die Federal Reserve eine weitere Zinserhöhung, die Bank of Japan eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik. Die Schweizerische Nationalbank ist wie alle anderen Notenbanken zu Stützungskäufen bereit. Bei einem EU-Austritt der Briten drohen heftige Währungsturbulenzen. Die Bank of England und die Europäische Zentralbank wollen sich im Brexit-Fall beistehen. Sie bereiten gegenseitige Liquiditätshilfen für die Banken vor. Die Brexit-Unsicherheit regiert die Märkte. Gold gilt als sicherer Hafen. Der Preis für die Feinunze stieg heute mit rund 1.300 Dollar auf den höchsten Stand seit fast 2 Jahren. Aus Aktien dagegen ziehen sich Anleger weiter zurück. Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex schloss schwächer bei 9.550 Punkten. Der US-Index Dow Jones ging mit 17.733 Punkten etwas fester aus dem Handel. Das neue Großprojekt des Verhüllungskünstlers Christo, The Floating Piers, ist installiert und steht kurz vor der Eröffnung. Nach monatelangen Vorarbeiten in Norditalien können die Besucher ab Samstag auf schwimmenden gelben Stegen über das Wasser des Iseo-Sees in der Lombardei wandeln. Die Stege sollen die Bewegungen der Wellen nachahmen. Der Künstler hat die Besucher im Vorfeld aufgerufen, sie möglichst barfuß zu überqueren, um die Wasserbewegungen zu spüren. Es geht weiter mit Karin Mioska.